Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Young Explorers. Heute geht's um den ersten Computer der Welt. Der Computer feiert seinen 80. Geburtstag, denn am 12. Mai 1941 stellte Konrad Zuse den ersten Computer vor, der so groß wie ein Wandschrank war. Eine kurze Knobelfrage für zwischendurch. Stimmt es, dass der Computer zwar Buchstaben und Töne verarbeiten kann, aber all die Daten in Zahlen rechnet? Und zwar mit den Zahlen 2 und 4? Wahr oder falsch? Die Lösung gibt's am Ende. Computerkenner gab es früher kaum. Doch einer der berühmtesten Fachleute war Konrad Zuse. Er erfand Z3 oder auch genannt Zuse 3, der erste funktionstüchtige Computer der Welt. Früher hat er eine Präsentation in seiner Werkstatt in Berlin gegeben, doch viel Beachtung gab es nicht. Der Computer war früher eine lahme Schnecke. Er lief gerade mal mit 5 Hertz. Das bedeutet, seine Schwingungen waren 5 pro Sekunde. Und das ist nicht so viel, denn umso mehr Schwingungen ein Computer hat, umso besser läuft er. Und heutzutage laufen Computer mit 2 Milliarden Schwingungen. Das ist deutlich mehr und deutlich besser. Konrad Zuse ist geboren am 22. Juni 1910 und starb am 18. Dezember 1995. Er studierte als 17-Jähriger an der Technischen Hochschule in Berlin Maschinenbau, wechselte dann aber zu Bauingenieurswesen. 1935 schloss er dann Ingenieurstudium mit Diplom ab. Danach arbeitete er als Statiker, gab diese Stelle jedoch auf und richtete eine Erfinderwerkstatt bei seinen Eltern ein. So entstand Z1, doch vollständig funktioniert hat sie nicht. Auch Z2 hat nicht wirklich funktioniert. Doch dann kam Z3, also Zuse 3. Die hat dann funktioniert. Hier kommt die Auflösung des Rätsels. Tatsächlich ist es falsch, denn man benutzt nicht die Zahlen 2 und 4, sondern die Zahl 0 und 1. Vielleicht wisst ihr ja, dass das die Binärcodesprache ist oder auch Computersprache genannt. Wenn ihr daran mehr Interesse habt, habe ich unten in der Videobeschreibung etwas verlinkt, wo ihr das Alphabet des Binärcodes oder der Computersprache lernen könnt. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!